Seven Burning Rings in Hand und willkommen zu weiteren Part von Zeug und die brennenden Ringe. Hashtag Seven brennende, also sieben brennende Fruity Loops. Ja, genau. Der Witz wird nicht alt. Ne, no, der Witz wird nicht alt. Warum habe ich das überhaupt alles richtig gemacht? Ja, ich dachte, ich habe was vergessen. Ein wichtiges Detail wegen ihm. Wir wollen. Warum? Naja, falls ihr vergessen habt, deine Stimme einzuschalten. Sonst klingt so, als gäbe ich mit mir selbst. Moment, das tust du die ganze Zeit bei Let's Plays. Fun Fact zu Let's Plays. Man spricht immer mit sich selbst. Wusste ich noch nicht, das ist ein neues Detail. Nein, man spricht eigentlich mit allen Zuschauern. Die werden angesprochen. Ich sehe das ja nicht wirklich als Selbstgespräch. Aber wenn man es aufnimmt, dann sieht es aus, als würde man mit sich selbst reden. Der Fact darf nicht aus den Augen verloren werden. Und jetzt kommt, okay. Jetzt kommt das Piratenwetter. Oder Storm. Oh Gott, jetzt kommt Storm der Albatross. Ich habe Schiss. Aha. Wo ist Storm? Mit den Dummerle. Wenn du Storm siehst, sag Bescheid. Ich muss mir noch ein Diss einfallen lassen. Ja, ich sehe ihn schon direkt vor mir. Oh Gott, nein! Er ist buchstäblich zu einem Sturm geworden. Ja, das wusste ich auch noch nicht. So. Alter, das Wetter ist so geil. Oh, jetzt kommt die Kiste. Nicht, dass du dich zerbrichst, wenn du landest. Nö, okay. Du denkst, sie zerbricht? Wie viel Angst hast du denn? Ja, weil du einen Feuerstampf einsetzt. Oh, das ist eine Holzkiste und ja. Denk nicht logisch. Wenn du das tust, dann ja, wirst du hier sterben in dem Spiel. Jetzt kann ich schon verstehen, warum manche das immer noch trotzdem machen. Ich mach das auch, obwohl ich sage, hinterfrag nicht wie du Logik. Was du so oft machst. Ja klar. Hypokritiker, oh mein Gott. Erschlagt mich, ich bin Hypokritiker. Ich bin dumm. Wo ist das Tötungskommando? Ja. Sonic hat das mal. Sonic lernt jetzt halt schwimmen. Auf die harte Tour. Und wie? So lernen alle Kinder hier auf der Welt schwimmen. Sie werden in den tosen Sturm geschickt. Wow, das ist Hardcore und Kindesmisshandlung. Ach, juckt doch keinen. Außer der Polizei und FBI. Ja. Oh, da ist ein schwingender Morgenstern. Am Horizont. Sieht für mich hier aus wie ein Shuriken. Achso, den meinst du? Den hier. Ups, Platsch. Erstmal das Selbstmordkommando ausprobiert. Ich wollte wissen, ob Suizid funktioniert. Wow, du lässt ihn tatsächlich Suizid begeben. Wie krank ist das denn? Ich bin krank. Check this little thing. Oh nein. What the? Okay. Der surft jetzt auf den Kugelwilli. Alter Schwede! Du bist so waghalsig. Immer gerne mehr. Bist du sicher, dass du nicht, dass du eher das Meer meiden möchtest? Mr. Wasserscheu? Der letzte Idiot. Ist hier. Oh, es geht runter, oh mein Gott.
BG2, da kann man ja. Ich will da hoch. Wir wollen da hoch. Nee. Das Spiel hat uns überlebt. Ich weiß auch, was ich zu tun habe. Oh mein Gott, elektrisch geladene Viech. Oh, oh, was? Bringst du dich, warum bringst du dich um? Da war eine rote eine Feuersäle. Ach so, hast eine Feuersäle verpasst, ne. Ja, er ist müde. Weil er nicht genug gezockt hat heute. Der muss mehr zocken. Gib dem Urlaub. Ich muss... Ja, ich hoffe, dass ich zum Release-Zeitpunkt von Sonic Forces Urlaub kriegen kann. Wenn wirklich der 7. November stimmt. Falls er stimmt, ist immer noch die Frage. Irgendwie verarscht mich das Spiel. Ich habe noch keine Bestätigung, ne? Ja. Das Spiel verarscht mich, es wollte mir die Feuersäle nicht geben. Normale Zeit. Oh, aber jetzt nein. Kommst du doch dorthin, oder nicht? Ja. Was? Hoffe ich es hoffentlich. Ich hoffe es. Nein. Na, wo ist sie denn? Die ist da oben. Ich kann es versuchen, aber ich komme nie weit ran. Weil er untot. Ja. Welcome in the world of dying. Ja, generell hat man hier unendlich Versuche, also Game Over wird es da nie geben. Yep, ich bin zu dumm. Hey, hey. Da geht's ab hier, ne? No. Das gefällt dem Chris. Der will sehen, wie ich leide. Schadenfreude ist die schönste Freude. Er freut sich, dass er, dass ich hier leide, nicht er. Naja. Ich muss mich aber moralisch darauf einstellen, dass ich auch bald leiden muss. Runter. Ach, je. So. Aber jetzt halt nochmal die Videos neu hinzufügen müssen, damit endlich mal nicht mehr weitergeht hier. Komm. Ich bin gerade schnell bei meinem Renderprogramm drin und musste nur was machen, so. Ja. Okay, jetzt ich mir mal an, wie du in die Folge. Er ist ein sehr viel beschäftigter Mann. So, bin ich mal gespannt, ob du die Feuersäle jetzt kriegen kannst. Oder hast du sie schon? Ich habe es gar nicht gesehen. So, hier haben wir drei Idioten. Auf 12 Uhr. Die Feuersäle hole ich mir also noch. Also. Okay, ja, wollte ich sagen. Warum hängt da bitte schon ein Schwert am Masten? Na. Ah, das ist doch cool. So, jetzt sind wir hier. In der Höhle. Wahrscheinlich von Trophäen von denjenigen, die das geplündert haben. Ja, ist so schön und so tödlich. Ja, da wie Kloßbrühe. Der war in einen Käfig eingesperrt und den befreien wir und er ist trotzdem undankbar. Das würde ich auch machen. Was? Ich wäre auch so. Warum? Keine Ahnung. Wenn man dich befreit? So eine Misere? Ich muss du wirklich auch so reagieren? Ja. So, it's a trap, man. It's a trap! Oh mein Gott. Der Typ hat mich auch gerade gesagt, it's a trap, man. Der ist so ein Bastard. Ich auch. Ich habe gerade gezeigt, wie man das Spiel nicht spielen sollte. So wie ich bei Sonic und nicht 360. Ja.
Der mit dem legendärsten Ausraster beim Bosskampf. Ja, Sonic. Ich weiß zwar, dass du es eilig hast, aber das ist kein Grund, kopfüber ins Wasser zu hoppen. Ja, vor allem, wenn du eh nicht schwimmen kannst, also. Wozu? Doch, der will Suizid begeben. Der hat genug. Von dem Spiel an sich. Ich glaube, er will mehr Eggman. Er kriegt ja noch weniger in der Schwarze Ritter. Er kommt überhaupt nicht vor. Feuerseele. Nice one. Aber die Lagerbrate schafft den Weg, die ist ja wie geschehen. Oh, jetzt können wir durchrasen. Da hat uns ja nichts anderes übrig. Yeah. Surfen hier bis zu abgehen mit dem Surfen. Komm. Müssen wir genug Geschwindigkeit auffahren, damit wir durch die Wellen kommen? Wir müssen durch. Wir haben es geschafft. Schon wirklich gigantisch große Wellen. Das ist schon Tsunami-like. Ich habe schon den Sprint bereit. Oh mein Gott! Die wollen's wissen. Aber ich will's auch wissen. Deswegen habe ich den Speedbreak eingefahren. Yeah! I am the master. Ein bisschen abzukürzen. Trotzdem Bronze ran, nicht schlecht. Oh, Level 21. Vulkangleiter. Seelengleiter. Geil! Oh ja! Oh ja, noch mehr! There they are! They must have the ring that lets them control the power of storms! Shoot first and ask questions later, huh? That's pirates for you. Come on, let's just hurry. All right, fine. Let's do it. Also wenn wir den Boss herausfordern können, dann bin ich einverstanden. Bitte. Naja, aber es ist der was? Da ist aber jetzt eine weitere Frage offen. Wieso wird der Feuerpfeil auf seiner Brust auch nicht gelöscht durch das Wasser. It's waterless zone. Es sei denn, es ist das Susanoo von Sasuke und Itachi. Nein, Blödsinn, Amaterasu heißt es. Amaterasu. Die schwarzen Flammen, welche nicht gelöscht werden können. Komm, lauf, Sonic. Lauf, Schlampe. Yep. Ich hätte das auch getan, Sonic, ins Wasser zu springen. Ich bin nämlich sehr suizidgefährdet. Ist das wirklich oder Nö. Ist das jetzt ein Joke? Das war ein Joke. Mein Gott, du hast mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Denkst du, ich bin im RL wirklich so? Ja, das wär's noch. Wenn ich so wäre, dann würde ich kein YouTube mehr machen. Ja, das ist schon schade, dass... Das ist aber jetzt bei den Linkin Park Sänger passieren musste. Möge er im Frieden ruhen. Aber generell ist auch irgendwie was zum Teufel. Generell ist es auch irgendwie Ironie, dass seine Songs meistens auf Depressionen eine depressive Message geben. Und an sich ist er selber depressiv oder suizidgefährdet. Das ist der Wahnsinn. War das vielleicht schon vorher? Wie sagt man? War das vielleicht schon. Waren die Songs wirklich schon eine Message dafür, dass er sich doch irgendwann das Leben nehmen wollte? Weiß ne. Ich will jetzt gucken, ob ich es schaffe. Ja, schon. Mit Time Break? Glaubst du, dass es damit geht? Ja, damit kann ich genau zielen. Stimmt auch wieder. Ah.
hoffe, sowohl seine Band als auch seine Familie werden mit dem Verlust zurechtkommen irgendwie. So, wollen wir weiter, ja. Durch die Hölle. Ist ja auch schon fast wie die Hölle mit dem Wetter und der Atmosphäre hier. Ja. Weiter, das war jetzt Ultimate Skill, an den Ring noch zu kommen, wo ich unten war. Ja, okay, ja. Das stimmt. Das ging gerade noch mal gut. Fickt euch. Also kommst du schon sagen, warum versuchst du nicht rückwärts zu laufen? Zu spät. Leider. Und fertig. Aber hier ist das Ziel. Das war awesome. Level 22. Den Leveln geht's ganz schön schnell voran. Wenn wir den Boss machen können, das wäre jetzt richtig geil, bitte. Bitte Boss, nein. Ihr seid scheiße. Fickt euren Leben. Dann machen wir noch die Ringmission und dann, glaube ich, können wir Schluss machen. Und ich werde mir die roten Ringe von der vorhergehenden Mission noch einsacken. Weil ich scheiße bin, habe ich es nicht geschafft. Weil ich scheiße bin. Ja, aber darfst nicht vergessen, das auch noch mit reinzuschneiden. Den einen hat man gesehen. Den anderen muss man finden. Eben. Deswegen vielleicht als Hilfestellung wäre es vielleicht ganz gut, wenn du wenn du dein das Backtracking auch noch mit aufnimmst. Muss ja nicht kommentiert werden. Den einen hat man ja gesehen in dem Hauptlevel, der mir leider entgangen ist. Das heißt, den muss ich nochmal zeigen. Ihr habt gesehen, wo er ist. Ihr müsst nur gucken, dass ihr den Schuss hinkriegt. Okay, gut zu wissen. Was geil gilt es hier nochmal zu machen? Ringe sammeln? Ja, aber erstmal den hier killen. Ja. Dass er mal Ruhe gibt mit seinen Feuerspucken. Der will feuern. Aber stattdessen wird er gefeuert. Ja, wollen wir. Okay, ich glaub. Was würdest du sagen? Ich dachte, es ist ja ein Bug, aber gut. Okay. Die Ringe habe ich jetzt schon mal. Wir machen weiter, ja. Wir haben fast 100. Ja, so soll es sein. Sonst den 100 schnell nähern können. Wir haben sie schon. Was kommt? Jawohl. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Was wir jetzt bekommen dafür. Wenn es jetzt der Boss ist, dann renne ich weg. Nee, sondern nicht. Der kommt wahrscheinlich mit der Mission. Komm, ich will den Boss zumindest doch freischalten, dass wir ihn im nächsten Part loslegen können. Oh, das ist beim nächsten Part. Aber was, wenn das noch so viele Missionen sind? Das dürfte eigentlich nicht viele sein. Es dürften gar nicht viele sein. Wir haben doch schon jetzt zwei Missionen erledigt. Es können nur noch die kommen. Die schaffe ich schnell. Mir fallen fast die Augen zusammen. Ich kann kaum noch Aufmerksamkeit drauf schieben. Ja. Ich glaub's, wie es mir geht. Ich bin aber kämpferisch. Falls euch mal interessiert, mein Gehirn ist so getrimmt. Er lässt mich erst einschlafen, wenn ich meine Sachen erledigt habe. Eher kann ich gar nicht schlafen gehen. Deine Einstellung möchten wir erstmal haben. Das ist der Arbeitstrieb von mir. Kommt mir so vor, jetzt hätte ich dann keinen Arbeitstrieb oder wie? Ja. Das wär's noch. Ja, dann. Das wär schlimm. Okay. Komm. Ja, genau. Sonic, du bist gut. Du bist gut, Sonic. Ich feier dich. Nicht. Nö. Es geht hier nochmal zu machen.
Wir müssen unbesiegt sein. Wir dürfen nicht sterben. Ups, also war dazwischen mal ins Wasser gefallen. Ja. Ey, die giften sogar. Oder sie haben von einem schlechten Atem benötigen einen Tic-Tac. Genau. Das wär's ja. Alle jeweils ein Tic-Tac. Oder zwei Tic-Tac. Nee, so. Drei müsste für sie reichen. Paar Ringe. Mal los, wir machen nach vorne direkt. Kein Risiko mehr. Mhm. Risiko mehr. Daneben. Und down. Ich bin gut. What the? Das ist schwer. Aber was ist passiert? Ich war. Wir sind da angekommen. Ich bin an den Start beigekommen. Aha. Du darfst dir gar keine Fehler erlauben. Du schmeißt dich dann einfach raus. Ja. Okay. Wow, das war jetzt knappes Manöver von mir. Ich sollte aufhören, Risiko zu spielen. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ach nee, das wäre nicht mal mein Ziel. Ja, stimmt auch wieder. Oh Mann. Was machst du da? Legst du jetzt dein Zimmer auseinander oder was? Nee, ich richte mich nur auf, dass ich nicht einpenne. Ach so. Ich muss durch. Aber hey, ist ja schaffbar. Wow. Ich versuch's mal mit einem anderen Winkel. Ach ja. Mal gucken, wenn er. Dann glaubst du. Wenn er den Abschuss hinnimmt. So. Komm, jetzt. Nein, hat er nicht genommen. Aber ich habe einen Plan. Ich will mich so hier seitlich ransetzen. Und dann zieh ich hoch. Okay. Das war mein Plan. Aha. Oh Gott, das wird jetzt ein Spiel. Oh, oh. OMG. Ich lebe. Und du hast die Feuerseele, nice one. Jetzt fehlt die zweite, aber hey, auf der anderen Seite, ich hab die anderen. So macht man das. Überhaupt ein Erfolg. Es geht noch schlimmer. Überhaupt ein Erfolg. Es gibt so eine Mission, glaube ich, auf, wo du gar keinen Schaden nehmen darfst, in irgendeiner Form. Ja, ich weiß. Und diese hasse ich am meisten. Haben wir es jetzt endlich geschafft, bitte? Sag, dass wir es jetzt haben. Nein! Mm-mm. Ich bin am Arsch. Na gut, wir werden den Part, sonst pennt der Kai noch ein und ich bin schuld daran, dass er zu spät zur Arbeit kommt. Er sagt so, ja, der YouTuber, der ist schuld. Der hat aber gesagt, dass ich so lange wach bleiben muss. Okay, wir verklagen den YouTuber mal. Scheiße. So, ich muss mich absichern. Ja, wie immer Bewertung und Kommentar da lassen. Wir sehen uns mal bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss. Also, nimmst du meine Farbschirme weg, danke. Und einmal Control.